Ab in den Keller. Schon in Rot. Ha, ist mir nie aufgefallen. Da hätte man schon erahnen können, dass das was mit der Polizeistation zu tun hat. Das Spiel steckt übrigens voller Hinweise. Voller offensichtlicher Hinweise. Die ganze Zeit. Ganz am Schluss können wir da noch mehr drüber reden. Aber da wir ja jetzt schon auf der Jagd nach George sind, kann ich ja schon mal verraten, dass auf Georges Auto das Nummernschild ist I-M, also I-A-M-K. I-M-K. I am King, könnte man rein interpretieren, weil am Anfang bezeichnet York ihn ja immer als den King hier in der Gegend. Könnte aber auch I am Killer bedeuten. Also Kleinigkeiten gibt es im Grunde dauernd. Ja, ich weiß schon. Das macht der Auto-Aim. Ich mache das nicht absichtlich. Ich schieße dir nicht absichtlich in den intimen Bereich, den Geistern. Das ist wirklich einfach Auto-Aim. Ich weiß nicht, warum Auto-Aim immer in den Schuh zielt. Eine Dose Tomatensoße, wenn ich jetzt noch Nudeln finde. Das wäre cool. Ein Klumpen Tofu und ein paar Gewürze. Und bam, haben wir eine geile Soße. Genau, die Narben auf dem Rücken, die ganze Vorgeschichte von ihm. Am Anfang heißt es noch, wir suchen jemanden, der Frauen hasst, und dann erzählt er, dass er seine Mutter so hasst und wie sie ihn misshandelt hat. Es passt alles zusammen. Aber dann sind da natürlich noch die roten Samen und die roten Bäume. Und da muss man sich halt fragen, wie passen die ins Bild? Und auch das wird noch alles relativ genau aufgelöst. Aber das verrate ich natürlich noch nicht, weil so weit sind wir noch nicht. Oh, da ist Anna in der Zelle. Ich schätze mal, das ist die richtige, wichtige Zelle. Vor allem sind wir ja quasi einen Serientäter auf der Spur im Grunde. Mordfälle, die sich durchs ganze Land ziehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ist George wirklich durchs ganze Land gereist und hat überall Leute umgebracht? Wäre das nicht aufgefallen? Mysteriös. Ah, komm schon, Auto-Aim. Lass mich doch jetzt nicht im Stich. Danke, er ist ein höflicher Geister-Zombie. Er wartet, bis ich fertig bin mit Zielen. Moment, bist du tot? Ja, nein, vielleicht. Unsicher? Unentschlossen? Er ist tot. Ein normaler Verbandskasten. Ups, das wollte ich nicht. Ich habe mich verdrückt. Das ist gut, weil dann benutzen wir mal einen normalen Verbandskasten. Ein bisschen Lebensenergie fehlt mir eh. So, zum Glück hatten wir den richtigen Schlüssel scheinbar, oder? Ich hätte schon Angst gehabt, dass wir alle Schlüssel haben, nur nicht den, den wir brauchen. Oh, warte mal. Mist, das ist gar nicht der richtige Ort. Oh nein, das ist eine Falle. Na wunderbar. It's a trap. Dicker Schrotflintenkerl. Aber ich habe auch eine Schrotflinte. Insofern war es ein fairer Kampf. Ah, hier kriegt man den. Hier kriegt man den richtigen Schlüssel. Na dann. Also ich meine, Nudeln an sich schmecken ja eigentlich nach gar nichts. Im Grunde. Außer Vollkornnudeln. Aber so Weißmehlnudeln haben ja nicht wirklich einen Eigengeschmack. Die sind ja eher das Trägermedium für die Soße. Die muss geil sein. Oder was auch immer an den Nudeln ist. Von mir ist auch Salz und Butter oder so. Aber das ist ja eigentlich das, was richtig, was den Geschmack trägt. Oder? What happened? Ah. Eine offensichtliche Geheimtür. Offensichtlicher geht's eigentlich nicht mehr. In der Gefängniszelle. Ist das wirklich so klug? Ja, ja.
wie viel Straftäter wohl schon versehentlich hier runtergewankt sind. Arena-Kampf. Ich kenne viele Leute, die Nudeln mit Ketchup mögen. Ich weiß nicht, ob das für mich was wäre. Ich habe es noch nie probiert. Ich glaube, ich habe es mal probiert vor langer Zeit und fand es nicht so toll. Aber ich kenne viele Leute, die Nudeln mit Ketchup gern mögen. Also, warum nicht? Das stimmt. Ich meine, Nudeln schmecken schon ein bisschen unterschiedlich. Das stimmt schon. Aber ich finde, so die ganz normalen Weißmehlpasta, die man überall so kaufen kann, schmecken eigentlich so ziemlich nach nichts, oder? Aber vielleicht auch nur, wenn man den Geschmack halt gewöhnt ist. Das kann schon sein. Vielleicht, wenn man... Habe ich gerade echt 3 auf einen Streich erwischt? Meine Güte. Ich glaube, ich habe die 12er Nahkampfschrotflinte echt ein bisschen unterschätzt. Aber was wollte ich sagen? Ach so, genau. Wenn man immer nur Vollkornnudeln essen würde oder Dinkelnudeln oder was auch immer, würden vielleicht plötzlich die Weizenmehlnudeln nach was schmecken. Möglicherweise. So ist es ja oft. Dass man einfach nur das, was man gewöhnt ist, nicht mehr so intensiv schmeckt. Der Nudelstreamer. Ich finde, Nudeln gehen immer. Über Nudeln kann man immer reden. Über Essen überhaupt. Hä? Ein Ohrring? Carols Ohrring. Zieht er wieder einmal an seiner Zigarette, bevor sie ausdrückt. Bestimmt, wie immer. Carol ist das Opfer. Ist das die Sängerin aus der Bar, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Carol, are you okay? George. George did this to you. Thomas. He's dead. I shot him. I had to. Genau, sie ist auch die Schwester von Thomas, nämlich. Wenn mich nicht alles täuscht. Carol? Carol? Ah!
Kaysen! Kaysen, quick! George loves you. Und deswegen war Thomas wahrscheinlich eifersüchtig. Rush to the hospital. She needs a full stomach and liver cleansing. York, you need to come too. She needs... No, I have to take care of something here. But I can't take her alone. Please, Kaysen. Okay, I'll do it. Fast. But if something happens, don't blame me, okay? Just go! Die Hunde sitzen auf dem Pickup Truck ist schon das Beste, oder? Emotional in a long, long time. Can you tell, Zach? Naja, genau. Sie ist jetzt mit den roten Samen quasi vergiftet und muss jetzt dringend behandelt werden, während wir uns hier noch mit dem King anlegen. Kaysen um sie kümmert. Wir sind auf jeden Fall reich, wenn wir mit dem Fall fertig sind. Aber ich finde, das hat sich unser Hauptcharakter auch verdient. Ich glaube, selbst bei den X-Akten kämpft man nicht gegen so viele Geister und Zombie-Monster als wie er jetzt hier in den letzten paar Tagen. Bei einem ganz normalen Serienmörderfall eigentlich, ursprünglich. Schinken vom Land. Previously during the investigation. Previously. Thomas, you've got nowhere to run now. Just surrender yourself. You won't have it your way. I won't let you take him. Die, you skanky swine. Carol, are you okay? You! York, are you saying Thomas was not responsible for the murders? Love G himself. Das stimmt. So. Ich kann zwar schauen, aber sonst nichts machen, komisch. So, Zach, I'm thinking of asking Emily out for dinner once this is all over. Nothing too fancy, just somewhere where we can relax. You know what? Nick's Diner might be a good idea. I think I owe him a nice big tip, too. Architektur schon wieder ein bisschen verlassen. Wir haben schon wieder unsere Wasserpistole in der Hand. Warum? Warum, Jörg? Warum nimmst du nicht deine richtigen Waffen? Warum nimmst du das Ding? Was soll das? Meine Güte.
Don't kill me, sagt er. Es ist schon creepy, dass die so, ne? So menschlich irgendwie sind. Nee, nicht wegstecken. Nachladen, bitte. Oh, das ist unser letzter Schuss mit der Schubflinte. Jetzt hört der Spaß aber auf. Nein! Wie konnte ich durch den durchschießen? Oh Gott, wir haben, glaube ich, auch noch keine Munition für die hier gefunden, oder? Nope. Na dann. Versuchen wir mal, wie gut der Stahlräumnahkampf gegen die ist. Ist leider kaputt gegangen jetzt, der Stahlräume. Wir haben ja noch ein paar. Komm her, du. Okay, wow. Na gut, der hat auch schon was abbekommen. Schauen wir mal, ob auch gegen total fitte Gegner das Ding hilft. Ich glaube, ich hätte mehr Nahkampf kämpfen sollen. Das rockt ja ziemlich. Aber die Dinger gehen auch extrem schnell kaputt, merke ich so, wenn ich gegen die kämpfe. Aber verdammt haut das rein. Jetzt haben wir nur ein Problem, wenn wieder so Wandkrabbeliesen kommen. Dann weiß ich es auch nicht. Stabilisator. Ja, danke. Genau das brauche ich jetzt. Nicht Munition oder so. Nee, nee. Ah, eine Waffenkiste wäre auch gut. Aber wir kriegen bestimmt nochmal so einen Zwischenspeicherraum, bevor es zum Finale geht, hoffe ich. Also, zum... Vielleicht noch nicht ganz Finale. Kekse. Meine einzige Schwachstelle. Ist das Emilys Schreibtisch? Das ist der Tisch von Thomas. Warum kann ich mir das nochmal anschauen hier? Okay. Na, ah, hier kriege ich nochmal einen riesen Vorrat an Stahlrohre, falls ich welche brauche. Der Stahlrohrständer. Wie viele eineige Zwillingshirschen mussten hier sterben? Es steht auf dem Kopf. Hat das eine verborgene Bedeutung? Es steht auf dem Kopf. Hat das eine verborgene Bedeutung? Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwo die... Ah, da steht noch einer auf dem Kopf. Müssen wir jetzt drei Geweihe... Ah, hier sind Geweihe. Geweihe halten die Tür zu. Gewalt hilft nicht. Ah, soll ich die mal... Aha! Deswegen liegen da hinten Stangen. Willst du nochmal 76 spielen? Fallout 76? Eventuell. Eventuell schaue ich mir das nochmal an. Ich glaube es schon. Ich hab's vor. Ich weiß es noch nicht. Schnell, bevor er schießt. Yes. Weg damit. Hey, die Metallstange ist so gut. Ich hab das Spiel... Ich spiele das jetzt, glaube ich, zum dritten Mal durch. Und ich entdecke jetzt erst... dass Nahkampfwaffen gegen die Viecher echt gut ist. Oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Satz losging. Aber ich denke, der Inhalt ist überliefert worden. Durch meine Worte. Hoffentlich. Oder ich wusste es schon mal und hab's vergessen. Das ist durchaus möglich, weil... Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Es ist super lange her, als ich das gespielt habe. So, den Rehen haben wir es gezeigt. Die werden sich zweimal überlegen, ob die mir nochmal eine Tür vor der Nase verschließen hier. So, Zombie-Kerl, wo bist du denn? Das hättest du dir früh überlegen müssen, Zombie.
mich mit einer Schrotflinte bedrohst. Never bring a shotgun to a steel pipe fight. Nehmen wir noch eins mit auf den Weg. So. Hä? Oh, Quicktime-Event. Oh Gott, jetzt sterben wir. Oder nicht? Nee, er fordert uns auf, nachzukommen. Okay. What could possibly go wrong? Grünes Kraut. Yes. Falsches Spiel. Dammit. Kekse von Thomas. Ein Keks von Thomas. Die legendär köstlichen Thomas-Kekse. Den wollt ihr mir zeigen. Thomas, das Schicksal kann manchmal so grausam sein. Was ist jetzt? Was ist denn jetzt wirklich? Muss ich ihn töten oder? Ich hoffe nicht, weil ich ziehe mit der Pistole gerade ungefähr absolut gar nichts ab. Ich ziehe ihm wirklich gar nichts ab. Ich glaube, so kann ich ihm nichts tun. Schauen wir mal, was hier noch so rumliegt. Ein Golfschläger. Muss ich ihn echt verhauen? Ich meine, ich kann ihn mal verhauen von mir aus. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Aber wenn er seine Axt gerade wirft... Ha! Und jetzt? Schnell! Nee, hat er keinen Bock mehr. So nicht. Na gut, von mir aus. Aha, jetzt hat sich das Blatt gewendet. Jetzt sind wir mal der Verfolger. Ich verstehe. Wir sind hier auf den Fersen, nämlich. Ah, ah. Ins Nichts. Die Tür in die Dunkelheit. Der Endkampf gegen ihn ist nah, stand da, glaube ich, oder? Das war nur eine sehr kurze Einblende. Ich konnte das nicht mehr lesen. Ich konnte nur noch den Schatten der Buchstaben in meinem inneren Gedächtnis lesen. Aber ich glaube, das stand da so ungefähr. Na dann. Okay. Wieder so ein Raum. Jetzt weiß ich es auch nicht. Müssen wir da alle wieder aufmachen mal? Hier ist eine Tür. Da hinten ist auch eine Tür. Ich gehe mal durch die Tür da hinten. Ich habe das Gefühl, da hinten ist ein Speicherraum. Dammit. Das sieht nicht aus wie ein Speicherraum. Na, dann weiß ich es auch nicht. Dann überprüfe ich mal die Automaten, die nicht zugewuchert sind hier. Nichts. Ah, halt, was ist das? Stabilisator. Warum werfen die mir hier Stabilisatoren um die Ohren wie sonst noch was? Ich verstehe das nicht. Bis demnächst. So knapp. So knapp vom großen Reveal. Aber du kannst es ja nachholen, Mr. Hawkeye.
Okay, das war nutzlos. Nee. Zu, ich brauche den Schlüssel. Okay. Also hier in den Schränken ist kein Schlüssel. Dann schauen wir da hinten den langen Gang entlang. Ich hasse lange Gänge. Vor allem, wenn hier so viele Türen sind. Aber die sind alle zugewuchert, die Türen. Bis... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, bis auf die da. Aber die war dann auch zu. Ah. Sehr gut. Erstens ist hier der Schlüssel. Mit dem südlichen Gleithörnchen. Schließt alles seinen Kreis. Zweitens können wir hier mal unsere Waffen wieder ein bisschen aufstocken, hoffentlich. Ich glaube, ich habe ein bisschen Munition verstaut, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ah, die 9mm FBI-Waffe. Das ist unsere Standardpistole. Aber ich habe doch eigentlich noch... Ich verstehe es gerade. Was? Verstauen? Ich habe Schrotflintenmunition. Angeblich. Komisch. Ah, das ist Emilys Waffe. Die Polizeiwaffe. Hier in der Gegend. Halbautomatische 9mm. Ist die besser als meine? Das weiß ich jetzt nicht. Naja, ich habe hier auf jeden Fall ein bisschen Schrotflintenmunition, aber angeblich ist mein Inventar voll und 10mm Munition. Die kann ich auf jeden Fall brauchen. Oh, was haben wir denn hier? Ein 5,56er Sturmgewehr. Nahkampfsturmgewehr mit abgesägten Lauf. Fast 60 Patronen. Angriff Medium. Könnte... Oh, hier kann ich auch die Magnum kaufen. Eieiei. Okay, das hätte ich schon gerne. Wie viel kosten denn die? Moment, die Schrotflinte ist auch neu? Aber das ist die gleiche, die ich habe, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ich kann nicht mehr tragen. Ich verstehe schon. Aber das kriegen wir hin. Jetzt passt auf. Ich werfe jetzt... Ah, was werfe ich denn raus? Ich finde, das ist gewagt jetzt. Objekt verstauen. Wie wär's mit... Ah, kann ich nicht in den Kasten legen. Wie wär's mit meiner Standardpistole? Nein, alle FBI-Agenten müssen die haben. Ach, das ist ja irgendwie lame. Okay, dann halt mal die Schrotflinte und das Gewehr hier. Habe ich überhaupt Munition? Ja, habe ich. Und zwar viel davon. Dann kaufe ich jetzt das Gewehr und die Magnum, statt die Schrotflinte und das andere Gewehr. Das klingt doch irgendwie... okay. Oder so. Wie viel kostet das? Wow, ich kann mir, glaube ich, gar nicht beide leisten. Wow, okay. Aber dann kaufen wir mal das 5,56er Sturmgewehr. Das ist echt teuer. Und verkaufen kann ich leider nichts. Dann... habe ich aber wenigstens noch einen Waffenslot frei. Und dann weiß ich schon, was ich mache. Ich nehme jetzt, glaube ich, noch das andere Sturmgewehr wieder mit. Die beiden Sturmgewehre einfach. Weil gegen die normalen Zombies ist das 10mm Ding super effektiv. Und jetzt habe ich noch gegen stärkere Gegner das andere. Das ist eigentlich perfekt. Speichern wir mal. Piep, 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 piep. Da.